Wir haben jetzt einen Vortrag, wo der Vortrag noch anwesend ist. Wir haben danach zwei, die remote zugeschaltet werden. Wir starten mit einem Vortrag, wo es um Kartografie geht und gehen dann über in Richtung Standards, Verifizierung von Standards oder Tests und einer Referenzimplementierung. Ich freue mich, Andreas Neumann vorstellen zu dürfen. Wer QGIS kennt, kennt Andreas wahrscheinlich auch irgendwo, ist im QGIS e.V., glaube ich, auch aktiv, arbeitet in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Solothurn in der Schweiz, ist dort Projektleiter und für GIS und viele Dinge zuständig und wird uns was über die kartografischen Neuerungen in den neuen QGIS-Versionen erzählen. Viel Spaß. So, funktioniert das, Nico? Ja, gut, sehr gut. Also, diejenigen, die QGIS kennen, die wissen, dass es schon recht viele Kartografiefunktionen hat, aber es kommt in jeder Version noch etwas dazu oder es gibt Feinschliff, Verbesserungen, kleine. Und der Vortrag behandelt so das ungefähr das letzte Jahr, was so gegangen ist in den letzten 3-4 Versionen. Das Erste, was ganz neu ist in 3.12 und vielleicht noch ein bisschen Ecken und Kanten hat, sondern nicht ganz fertig ist, ist das selektive Maskieren. Da geht es darum, dass man gezielt dunkle Symbolebenen abmaskieren können will. Da geht es um Beschriftungen und Punktsymbole, dass die besser freigestellt sind. Also das Problem sieht man hier. Das Label hier ist nicht besonders gut lesbar, weil es da schwarze Linien in den Straßen gibt, in Eisenbahnen und die Häuser vielleicht auch sollten freigestellt werden, je nachdem. Und bisher hat man eben einen Buffer rund um die Label gemacht. Und das Problem war, dass dann, das ist wieder zu viel der Freistellung. Was man eigentlich will, ist, dass helle Flächen erhalten bleiben hinter dem Label, aber nur die dunklen abmaskiert werden. Dass das ungefähr so aussieht. Und das ist jetzt neu möglich in QGIS. Das ist noch ein Beispiel, wie man ein Punktsymbol freistellen möchte, zum Beispiel diese Kirche hier. Und wie funktioniert das in QGIS? Es gibt einen Quelllayer und einen Ziellayer. Beim Quelllayer gibt es bei den Label und bei den Punktsymbolen, also auch bei den SVG oder Basic Markers, ein neues Tab, das heißt Maske. Und da kann man die Maske aktivieren und die Größe der Maske einstellen. Und auf dem Ziellayer muss man auf die einzelne Symbolebene gehen, also nicht die ganze Kategorie, sondern noch eine Stufe tiefer, dass man dort wählen kann, zum Beispiel nur die dunklen Linien werden abmaskiert und die hellen nicht. Natürlich geht das für Linien, für Flächen, wo es leider noch nicht geht, und das ist die nächste Folie, es gibt noch ein paar Probleme. Es funktioniert noch nicht mit den Punktmusterfüllungen und Schraffuren, da wäre das auch sehr nützlich. Und leider wird im Moment noch beim Export und Druck das Ergebnis rasterisiert und bleibt nicht weg. Da arbeitet man dran. Also das erste sollte ganz sicher gefixt werden. Ob das zweite auch möglich ist, werden wir sehen, hoffentlich. Und was wir auch noch festgestellt haben, wenn man sehr, sehr viele Symbollayer hat, dann geht das Laden des Layer-Eigenschaftsdialogs relativ lang, weil er diese Widgets für alle Symbollayer jeweils lädt. Und das sollte auch noch behoben werden, dass das im Hintergrund laden kann und nicht so blockiert. Finanziert wurde das durch ein Crowdfunding. Sehr viel hat die User-Gruppe Schweiz dazu beigetragen und diverse Kantone und Städte. Was es auch neu gibt in 3.12 sind so zufällige Punktmusterfüllungen, Markierungsfüllungen. Da kann man sagen, pro Polygon hat es soll es irgendwie 20 Symbole platzieren, zufällig, oder mit einer Dichte kann das festgelegt werden. Also hier bei der Zählmethode gibt es die dichtebasierte und die fixe Anzahl. Und das ist natürlich auch wieder datendefiniert, dass man da auch wieder Formeln hinterlegen kann. Und was man jetzt hier sieht, ich habe hier eigentlich nur ein SVG-Symbol gewählt, aber man kann hier auch wieder eine datendefinierte Eigenschaft haben und dort hatte ich einen Zufallsgenerator, dass mal ein Nadelbaum, mal ein Laubbaum kommt. Also das ist auch wieder möglich. Was jetzt noch nicht geht, ist,
dass man da jetzt gezielt sagen kann, ich möchte Kollisionen vermeiden oder so. Das ist schon eine Weile her, Kugis 3.6, aber es gibt die Möglichkeit, an einer Punktkoordinate Rasterbilder darzustellen in der Karte. Und natürlich ist die Bilddatenquelle, also der Pfad zum Bild, ist natürlich datendefiniert, aber auch die meisten anderen Eigenschaften wie Breite, Höhe, Rotation und so weiter. Gibt schon länger, aber ich dachte auch, es wäre vielleicht nützlich, vielleicht kennen das noch nicht alle, dass das möglich ist. Diejenigen, die QGIS-Projekte verschoben haben zu anderen Personen, die sind vielleicht schon öfter damit konfrontiert gewesen, dass dann die Symbole, die SVG-Symbole mit so Fragezeichen dargestellt werden, weil der Pfad nicht gefunden wird zur SVG-Datei oder zu den PNG-Dateien. Und da gibt es jetzt neu die Möglichkeit, dass man es entweder in der Datei einbettet oder aus einer URL aus dem Web lädt die Symbole. So ist das einfach zu transferieren. Und die Datei wird in der QGS-Datei als BASE64 encoded abgespeichert. Diagramme, die hatten lange Zeit den Dornröschenschlaf, da lief nicht viel mit den Diagrammen. Jetzt aus dem Grund, weil Niall Dawson so einen ArcGIS zu QGIS Konverter geschrieben hat, da stößt er jetzt immer wieder auf Dinge, die in ArcGIS gehen und in QGIS nicht. Und dann tut er das halt noch nachrüsten. Eines davon sind diese gestapelten Balkendiagramme oder Stacked Bar Chart in Englisch. Oder es gibt neue Optionen bei den normalen Balkendiagrammen, dass man die Zwischenräume steuern kann. Und bei den Kuchendiagrammen, dass man jetzt auch die Richtung definieren kann, ob sie jetzt im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn laufen. Den Winkel konnte man vorher schon steuern, ob es jetzt bei horizontal oder vertikal Null hat. Aber das ist jetzt auch neu. Und das ist so ein animiertes GIF, das zeigt, dass man auch Zeicheneffekte verwenden kann, wie zum Beispiel ein Drop Shadow oder so Glühen und so weiter, damit die Diagramme noch einen Schatten hinten dran haben. Die Markierungslinie, die gibt es schon sehr, sehr lange in QGIS. Aber da gibt es jetzt neu noch eine weitere Option für die Platzierung des Markers, dass man auf dem Mittelpunkt eines Liniensegments noch einen Marker platzieren kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man das braucht. Aber anscheinend gibt es vielleicht ein paar, die das für sinnvoll halten. Und dann gibt es neben einen neuen Linientyp, der heißt gehashte Linie. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. In der deutschen QGIS-Version heißt es auch so. Vielleicht Schraffurlinie, ich weiß nicht genau. Im Gegensatz zur Markerlinie, bei der ja in regelmäßigen Abständen ein Symbol gezeichnet wird, sind das hier auch wieder Linien statt Symbole. Und weil die Linien wieder Stile haben können, kann man wieder einen Linienstil an diesen Querstrich definieren. Und das kann man auch rekursiv machen, eine Hashlinie auf eine Hashlinie. Ja, man kann recht komplizierte Sachen. Aber es gibt noch weitere interessante Anwendungen von der Hashlinie, zum Beispiel so Böschungsstrafen, wo die Linienbreite zunimmt, vom Beginn zum Ende oder so, diese Dinge. Oder wenn man die Hashes ganz eng zeichnet, dass die eigentlich sich leicht überlappen, dann kann man auch so Kalligrafie-Effekte machen, wenn man die auf einen fixen Winkel stellt. Oder. Ich habe immer die Quellenangabe, wo es zum Beispiel einen Blogpost dazu gibt oder eine Beschreibung der Funktion. Und was sehr, sehr nützlich ist jetzt wieder, was eigentlich gefehlt hat, ist, dass man die Winkel glätten kann. Also das Problem hatte man immer, dass so bei abrupten Winkeländerungen, dann haben sich diese Querstriche angefangen zu überkreuzen, oder weil die immer an dem Punkt genau die Tangente
oder die den rechten Winkel gerechnet haben. Und das kann man jetzt neu glätten und kriegt dann ein schöneres Resultat. Oder da wird eigentlich vor und nach dem Punkt werden die Winkel gemittelt, damit solche abrupten Änderungen nicht mitgemacht werden. Ein Bereich, der eigentlich nicht neu ist, ich habe geschrieben, seit 2.14 sind die Geometriegeneratoren, aber da tauchen immer wieder neue, coole Beispiele auf. Johannes, der da vorne sitzt, ist auch ein Meister des Faches. macht unglaubliche Dinge mit den Geometriegeneratoren. Das ist im Prinzip, kann man von der Basisgeometrie, die erfasst wurde, zum Beispiel das äußere Polygon hier, kann man abgeleitete Geometrien zeichnen on the fly. Und in diesem Fall wurde, weiß ich, ob man das sieht in der Projektion, es hat so dünklere Flächen innerhalb vom Polygon und die wurden durch einen negativen Buffer berechnet, der etwas stärker war und dann wieder mit einem positiven zurückgebuffert wurde, damit das Ganze eher geglättet, generalisiert ist. Und dann kann man die unterschiedlich einfärben zum Beispiel. Aber man kann noch viel mehr machen mit den Geometriegeneratoren. Das ist auch ein Beispiel von Kurt Menke. Es gibt seit QGIS 3.8 eine Funktion, die heißt Wedge Buffer. Die kann so Kreissegmente rechnen, basierend auf einer Richtung und einem Winkel. Und so kann man zum Beispiel den Blickwinkel von einem Foto darstellen, in welche Richtung fotografiert wurde. Geht auch über Geometriegeneratoren. Eigentlich die Geometrie ist nur der Punkt und man weiß die Richtung und den Winkel und dann kann man das so ableiten. Oder auch Bemaßungslinien. Hier gibt es eine Funktion, die heißt Segment to Lines, die entweder aus dem Line String oder aus dem Polygon die einzelnen Segmente rauszieht. Und dann kann man mit den Versatzlinien zeichnen. Und hier die Beschriftung, die ist auch mit einer Markerlinie gemacht, weil neu können Markerlinien auch Texte beinhalten. Und die eigentliche Längenberechnung ist hier unten da, concat round lengths. Und dann die Ente-Geometrie, das kann man sich wie eine Schleife vorstellen, die für jedes Segment 0, 1, 2, 3, 4 die Länge ausrechnet und dann halt hier beschriftet. Ja. Auch ein Beispiel, natürlich könnte man das auch als neuen Renderer in QGIS implementieren, aber man kann sich mit den Geometriegeneratoren eigentlich selber helfen. Und das ist nicht ganz so einfach, aber möglich. Neu kann man auch bei den Beschriftungen Geometriegeneratoren verwenden. Ein Beispiel wäre, wenn ich eine Flussgeometrie habe, einen mäandrierenden Fluss, und ich will den beschriften, dann hat es auch oft so wirklich zu viel Schlaufen, Winkeländerungen im Fluss drin. Ich kann aber nur on the fly generalisieren und glätten, nur für die Beschriftung oder und dann diese modifizierte Geometrie verwenden für die Beschriftung. Oder bei den Abwasserhaltungen, da will man oft in der Mitte ein Label, am Beginn und am Ende. Und das geht auch mit diesen Geometriegeneratoren. Dass man zum Beispiel für die Anfangsbeschriftung nur die ersten 5% der Linie berücksichtigt oder solche Dinge. Dann gibt es diese Führungslinien. Ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff ist in Deutsch. Auf Englisch heißen die Callouts. Da ist im Prinzip von der Punktgeometrie oder vom Polygon kann man die außerhalb beschriften, weil es vielleicht keinen Platz hat, dort wo der Punkt ist oder das Polygon. Und das konnte man bisher auch mit Geometriegeneratoren machen, aber jetzt ist es ein fixes Feature von QGIS. Man kann die auch editieren, ich kann die hin und her schieben. Und es gibt entweder das Manhattan-Style, das macht so rechte Winkel, oder das direkte, wie es jetzt hier verwendet wurde. Vielleicht hier weniger ein Thema, aber in asiatischen Ländern gibt es seit QGIS 3.10 die Möglichkeit, vertikale Beschriftungen zu machen.
Hier sieht man noch, auch nochmal diese Callouts in Aktion, wie man die verschieben kann. Und eben, wenn man die Delete-Taste drückt, dann wird das Label wieder in die Ausgangsposition zurückgestellt, in die automatische Beschriftung. Oder wenn ich dem Label packe, der automatisch beschriftet wurde, dann kommen die Callouts, die Führungslinien. Und wenn man ihn löscht, quasi, dann geht's wieder, dann ist das Label nicht gelöscht, aber nur die Position wieder zurückgesetzt. Ja. Dann in den letzten 2-3 Versionen gab es ganz viele Neuigkeiten rund um Mesh-Rendering. Also Mesh, das sind so Gitternetze, dreidimensionale, werden sehr viel in der Hydrologie eingesetzt. Und dort ist es so, da kann man so die Strömungslinien entweder mit Pfeilen oder mit so Strömungslinien-Darstellungen zeigen. Man kann die auch exportieren als Animation. Dann sieht es ungefähr so aus. Oder in der Klimatologie und in der Hydrologie sind das nützliche Darstellungen. Hier sieht man die Pfeildarstellung. Das sind einzelne Pfeile und dann hier die gleichen Daten als Strömungslinien. Aus diesen Meshes kann man auch wieder Konturlinien ableiten. Also Mesh ist, ein TIN wäre ein Spezialfall von einem Mesh, aber ein Mesh kann noch komplizierter sein als ein TIN. Also es kann auch nicht nur Dreiecke, sondern auch Vielecke. Und das ist jetzt kein Live-Renderer, aber der muss über einen Processing-Algorithmus generiert werden und dann kann man die Linien wieder darstellen. Und im 3D-Bereich kann man ja auch jetzt entweder geglättet darstellen, dann werden sie so smooth, glatt. Oder eben als Wireframe, man kann sie auch überhöhen. Ja, das ist auch relativ neu drin. Dann komme ich am Schluss noch zu 2-3 Sachen im Layout. Etwas, was mich persönlich sehr lange gestört hat, war, dass die Grid-Intervalle von so Kartengitternetzlinien, wenn man den Maßstab stärker gewechselt hat, dann musste das immer vorhanden nachjustieren. Und da gibt es jetzt automatische Möglichkeiten. Entweder kann ich Daten definiert und meine eigene Logik implementieren, aufgrund von Schwellwerten oder eine Formel, die ich hinterlege. Oder ich kann, es gibt so eine neue Art der Darstellung, die heißt Fit Segment Width. Da kann man einstellen, dass die Segmentgröße zwischen dem und dem Wert variieren darf. Und der wird dann immer automatisch runden, damit nicht so unrunde Zahlen kommen. Das sieht dann ungefähr so aus. Da muss man sich nicht mehr von Hand kümmern, die Gitternetzlinien anzupassen. Beim Einzoomen und Auszoomen. Das ist jetzt Kartenlayout, nicht die Kartenansicht. Beim Maßstab gibt es auch mehr Optionen. Zum Beispiel kann man die Texte mittig zentrieren, nicht nur auf die Schwelle hier, sondern auch auf die Segmentmitte. Man kann auch entscheiden, ob es oben oder unten beschriftet wird. Solche Dinge sind auch relativ neu. Und es gibt eine neue Variable, die heißt Scale Value. Mit der kann man die einzelnen Zahlen hier noch manipulieren. Legende kann man neu auch rechts vor der Beschriftung anordnen, wahlweise rechts oder links. Und es gibt mehr Abstandsoptionen. Ja, und dann wäre ich schon durch. Ja, bisschen zu früh. Herzlichen Dank. Einen großen Applaus für Andreas. Und der Dank geht an die Entwickler und die Organisationen, die das finanziert haben. Spannende Neuerung. Mein Kugels hängt schon. Ich habe zu viel gehashte Linien gemacht. Was gibt es für Fragen von euch? Hallo, du hast vorhin was gezeigt mit zufälligen Markierungen. Da gab es ja die Entwicklerfunktion für die Vektoren. Wie performant ist das mit den Markierungen? Weil das Problem ist, also wir haben Bevölkerungsdichte angezeigt über Punkte
und haben die Punkte erzeugt als Layer. Ist es performanter als das? Wahrscheinlich ist es sehr viel performanter. Oder wie ist dein Eindruck? Ich habe es auch noch nicht so viel jetzt verwendet. Also wenn man natürlich auf Map-Units einstellt und dann sehr viele, dann kann das schon verzögern, das ist schon so, ja, weil die werden echt gezeichnet oder die werden ja nicht als, als Rasterfüllungen sozusagen. Insbesondere wenn man noch mit einer Expression die das Symbol variiert und so weiter. Oder? Aber was es gibt, ist, es gibt einen Seed-Wert für den Zufallsgenerator, damit die Positionen immer wieder gleich kommen, oder? Weil das wäre komisch, wenn man verschiebt und jedes Mal die Symbole neu angeordnet werden. Immerhin das gibt's. Das ist wichtig für zum Beispiel Tiles zu generieren, oder? Ja, aber zu Performance, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, leider. Aber es, ja, man muss halt sinnvoll einsetzen, oder? Dass man nicht, weil irgendwann kann man es eh nicht mehr wahrnehmen, wenn es zu viele sind, oder? Ja, Frage zu 3.12. Täuscht mich der Eindruck oder ist es langsamer geworden beim Laden? Beim Laden vom Projekt? Von der Software, vom QGIS starten, bis es oben ist. Das generell in meiner Erfahrung nach hängt das sehr davon ab, wie viele Plugins zum Beispiel aktiviert sind, weil die können das sehr stark verzögern, den Start von QGIS. Aber ich habe jetzt auch keine Vergleichswerte, dass ich sagen kann, 3.10 war schneller beim Starten als 3.12. Aber was einen riesen Unterschied macht, sind, wie viele Plugins ich aktiv habe. Und das kann natürlich auch von QGIS 3.12, dass da vielleicht mehr aktiv sind, weiß ich nicht. Ich glaube zwar nicht, aber. Gibt es weitere Fragen von euch? Hast du Einblick, was demnächst noch kommt an spannenden Dingen? Ein bisschen, aber nicht allzu viel, weil es gibt ja keinen Masterplan für die Weiterentwicklung. Aber was kommen wird, ist, das macht die Schweizer QGIS-User-Gruppe, tut das entwickeln lassen, dass man kleine Polygone automatisch außerhalb der Polygone labelt. Das wird kommen, so für Inselbeschriftungen und solche Dinge, auch im Abwasserplänen ist es nützlich. Dann gibt es bei den Legenden, die man im Layout darstellen kann, macht es ja immer so horizontale Striche. Da gibt es dann neu auch die Möglichkeit, dass man so gewellte oder gezackte, damit das gleich ausschaut wie im ArcView. Das kommt neu, so ein paar Kleinigkeiten weiß ich, das kommen. Viel wird auch gehen, immer noch in dem 3D-Mesh-Bereich. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen Nischenanwendung, weil nicht alle mit diesen Daten zu tun haben. Ja. Letzte Chance. Dann danke ich nochmal Andreas für den Vortrag und wir haben jetzt kurz ein paar Minuten Pause. Bis zum nächsten.